Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst stammt 2 Wochenreflexion vom 22.05. bis 29.05.94. Ich bekam diese Woche Besuch von der Kripo München. Sie wollten, dass ich gegen meine Ex-Freundin aussage. Aber ich will nicht. Damit holt mich meine Vergangenheit ein und es kommt ziemlich viel hoch. Außerdem stresst mich die Beziehungssperre, die ich und Michaela haben. Dann habe ich noch einen kleinen Bruder bekommen und ewig viel Stress in der Küche. Momentan ist mir alles zu viel geworden. Aber ich bin jetzt kein Koch mehr, sondern wieder Brotposten. Damit ist eine riesen Last von mir genommen. Im Stamm will ich auf alle Fälle am Ball bleiben. Tada! Ja, Leute. Es war tatsächlich ein, ich dachte, ich werde nicht mehr. Da kam die Kripo, sie will mich unbedingt sprechen. Ich habe natürlich gedacht, boah, hat wieder einer gegen mich ausgesagt, ich will wissen, was die von mir wollen, sollen sie kommen. Und dann kommen die und dann erzählen wir, ja, und deine Freundin, die ist doch da mit dem Mick zusammen, mit dem du im Gefängnis warst, da musst du richtig sauer sein, willst du uns nichts erzählen von dem oder von ihr, damit wir die irgendwie packen können, damit wir Grund haben für eine Hausdurchsuchung. Und ich sage, nee, danke, habe ich keinen Bock drauf, und geht's noch? Ja, natürlich war ich sauer auf sie und natürlich war ich auf ihn sauer, aber deswegen würde ich doch nicht die beiden da so in die Pfanne hauen. Hä? Die haben mir dann erzählt, ja, er würde sie ausnutzen, damit ich wahrscheinlich Mitleid mit ihr kriege. Und dann eine halbe Stunde oder Viertelstunde später war es dann plötzlich wieder andersrum, dass sie halt richtig krass abgestürzt sei und ihn so benutzen würde. Und dachte mir, wisst ihr bald, was ihr von mir wollt? Und am Ende geht es mir auch nichts an, weißt du, das ist dann nicht meine Ebene, die meinen, sie müssten da irgendwie irgendwelche Sachen machen. Anscheinend hat der Mick da den Bruder von ihr irgendwie unter Druck gesetzt und das war ein Staatsanwalt. Ja, aber hat da nichts mit mir zu tun, verdammt nochmal. Und dass ich eine Beziehungssperre gekriegt habe mit der Michaela, hat mich auch genervt. Hat dieses Hickhack die ganze Zeit, weißt du, und irgendwann dann wieder. Aber ich vermute mal, dass vielleicht gar nicht wegen mir war, vielleicht war es ja auch wegen ihr. Es sind ja schließlich 2 Leute betroffen und nicht nur eine Person. Ja, war aber halt so. Wir hatten mal ziemlich Stress. Ja, und dann war es halt schon so, dass das mit, wenn man Koch geworden ist, und ich bin da gerade Koch geworden, dass man verantwortlich ist für das Essen für alle. Und ja, das war unheimlich viel krasser Stress für mich. Es war viel zu viel Verantwortung auch. Und dann haben wir gedacht, wenn du dich jetzt ein bisschen blöd anstellst, dann kriegst du den Posten wieder abgenommen. Das erste Gericht, was ich gemacht habe, war Rührei. Da gab es halt Rühreier für alle. Aber es war nicht schlecht. So eine Kuchenform, das waren halt wie so kleine Torten. Und dann hat er 20 also Scheiben abschneiden können. War ganz witzig. Aber der Abschuss war halt, dass ich man musste halt für die Mohammedana auch darauf achten, ich habe einen Schweinebraten mal gemacht, dass der halt extra was gekriegt hat und die Vegetarier haben auch extra was gekriegt. Und ja, ich habe denen schon was gemacht, aber ich habe halt nicht dazu gesagt, dass die Bratensauce Schweinesauce ist, also Schweinefleisch ist. Und dann kommt er noch extra und bedankt sich, wie lecker das Essen ist und nicht sowieso, hast du vielleicht etwa die Soße gegessen. Und als ich das dann gesagt habe, ist der halt ausgeflippt, weil er war schon ein angeblicher Gläubiger. Junkie war er, weißt du, aber gläubig. Naja, Riesendrama war das danach noch und dann haben sie mir halt die Verantwortung Kirchkoch endlich genommen und ich war wieder Brotposten, weil das Brot hat halt ging halt. Aber mein kleiner Bruder, und das ist halt damals, mein kleiner Bruder war halt mein Cousin. Ja, den ich auch in Bernau getroffen habe. Genau der gleiche. Der ist da hingekommen und dann nimmt er halt mich als großen Bruder und ja, und dann war es halt so, dass ich da Verantwortung für ihn gehabt habe, aber es war zu heftig auch. Die Zeit dort war für ihn ja auch wertvoll und ich habe keine Zeit für ihn gehabt und später hat er halt das dann auch abgelegt, glaube ich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, aber dann möchte ich gerne einen Grund in den Kommentaren haben. Ansonsten freue ich mich auch über Kommentare und ja, wenn es euch weiter interessiert, haut ein Abo raus. Wenn der Glocke raushaut, kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Alles klar, bis dahin, peace out.